Yo Leute, schnelles Intro für Tag 2 mit Joel. Servus Leute. Nice. Wir stehen gerade oben vor Stage 8, letzte Stage für heute. Alter, Nummer, die ist ultra lang, keine Ahnung, 10, 12 Minuten oder so. Mal schauen. Nochmal fresh gemacht, einen Riegel gegessen, jetzt geht's ab. Aber ihr seht jetzt erstmal Stage 6 und Stage 7. Ich habe jetzt mach zwei Videos aus den Tagen, weil die Stages hier doch lang sind und sonst wird es einfach zu lang, die Videos. Aber genau, Tag 2 für euch. Es geht los mit Stage 6 und 7 und dann kommt die lange Stage, Stage 8. Und genau, wir machen uns jetzt auf den Weg auf die und ich wünsche euch viel Spaß. Gönnt euch den Ausblick, Wetter ist Premium und ja, let's go. Woo! Ja, Leute, willkommen zu Tag 2 von der Alpine Enduro Series am Kronplatz. Am Sonntag, es geht weiter mit Stage 6. Wir sind ja am Tag 1 am Samstag 5 Stages gefahren. Die habt ihr im letzten Video gesehen. Falls ihr das Video da noch nicht gesehen habt, dann schaut gern da erst rein. Da seht ihr die ersten 5 Stages. Und genau, hier geht es jetzt weiter mit Stage 6. Vom Sonntag, die erste für den Sonntag. Morgens ging es wieder so 240 Höhenmeter berg oder ein bisschen weiter berghoch zur Stage 1, also wie am Samstag, den gleichen Uphill hoch wie zur Stage 1. Es war nämlich, wie ihr vielleicht gesehen habt, der gleiche Einstieg. Dieser erste Abschnitt, den ihr jetzt gerade seht, ist auch der gleiche wie bei Stage 1. Also der Stage 6 und Stage 1 gleich. Und genau an der Stelle ging Stage 1 am vorigen Tag nach rechts und hier geht Stage 6 jetzt geradeaus weiter. Ja, da bin ich leider hängen geblieben, war ein bisschen doof, hat mich ein bisschen genervt irgendwie mit dem Pedal oder so. Da sage ich es auch schon im Video, das war relativ sketchy da und den Uphill, da bin ich auch, weil ich vorher hängen geblieben bin, leider nicht hochgekommen. Ein bisschen genervt, weil ich es mir extra vorher angeschaut hatte, aber naja. Solche Sachen gibt's, da muss man schnell drüber hinwegsehen und einfach weiter. Da kann man sich nicht lang dran aufhalten, mental sowie auch physisch nicht. Das bringt einfach nichts und da habe ich es ja jetzt hingekriegt beim nächsten, wie ihr gesehen habt. Genau, das war relativ sketchy, da ging es immer wieder so kleine Zwischenanstiege hoch. Da war es rutschig, ihr seht, da ist die Erde auch nass. Dementsprechend waren die Wurzeln dann auch feucht, wo man leicht weggerutscht ist. Genau. Die Stage 6 und die Stage 7 waren ungefähr gleich lang und bei der Stage 8 nachher kam dann diese Spezialstage, die ewig ging, aber das seht ihr nachher. Wenn wir zur Stage 8 kommen, sage ich dann da was dazu. Genau, hier ging es wieder relativ technisch, auch hier am Vortag auf Stage 1 am Hang entlang, da war es auch relativ steil. Genau. Ich habe gedacht, ich mache das Video jetzt genauso wie das letzte auch. Tu das für euch ein bisschen nachkommentieren. Das habt ihr beim letzten Mal, oder gab es durchweg eigentlich positives Feedback. Das habt ihr ziemlich gefeiert. Fandet ihr ziemlich cool, da mal ein paar Einblicke zu kriegen. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache Tag 2 einfach genauso. Wenn es euch beim ersten Mal Spaß gemacht hat, dann freut ihr euch sicher auch jetzt über das zweite Video von Tag 2. Und ja, in nächster Zeit wird dann noch ein Video zur Trail Trophy am Geißkopf kommen. Da habe ich auch gefilmt. Hier eine sketchy Stelle, habe ich mich irgendwie durchgekämpft. Zur Trail Trophy am Geißkopf in Bischofsmais wird auch noch ein Video kommen. Die habe ich auch gefilmt, da bin ich auch mitgefahren. Ich denke, wenn das jetzt mit den Race-Videos hier, sage jetzt mal, so gut ankommt, dann mache ich das öfter. Hier habt ihr gesehen, einen Shortcut gab es da, den haben wir uns am Tag vorher angeschaut. Nicht abgeflattert, das heißt, man muss nicht über den Stein, sondern kann da schön rausspringen und schön weit auf die Kurve anfahren. Da ging es nochmal über so einen Stein und einen kleinen Sprung. Richtig cool, kann man richtig die Bremse offen lassen und schön drüber ballern. Hier ging es wieder ein bisschen bergauf, aber dann nicht lang nicht mehr so steil wie oben. Also da hat man dann noch mental den Kopf ein bisschen besser frei, da kommt man den Baumstamm Bunny hoppen. Jetzt sind wir wieder am Ende von Stage 6 vom Vortag und da kommt noch eine Kurve, haben die Zuschauer geschrieben. Ja, Stage 6 für den
ersten Tag, erste Stage geschafft. Oh. Und der Joel ist vor mir gefahren. Yes. Ganz geil eigentlich. Ja, der Joel feuert mich hier an, auch vom Nonplus Factory Racing. Genau, der fährt auch Nonplus Laufräder, mit denen ich in dem Video noch nicht unterwegs bin, aber der fährt schon welche, der Joel. Genau, der ist hinter mir gefahren in der Stage, in der anderen Stage war er vor mir. Wir haben uns da den Tag so ein bisschen geteilt, weil wir ähnliche Startzeiten hatten und dann sind wir zusammengefahren, das war ganz cool. Ja, es geht in Stage 7, der Anfang ein bisschen flacher, beziehungsweise allgemein eigentlich bis auf ein paar Stellen flacher als in der anderen Stage, also es war nicht so an einem steilen Hang. Hier ging es über so einen Stein, das war ganz cool. Ja, war eine relativ coole Stage, hat mir Spaß gemacht. Eine Kurve war drin, da habe ich mega aufgepasst, die zeige ich euch gleich. Da hat sich, ja genau, die Kurve hier, seht ihr links den Baumstumpf, den abgesägten, da hat sich der Tim vom Ibis Fitlock Team am Tag vorher, ist der voll mit dem Lenker mit der Hand dagegen gefahren, hat sich den kleinen Finger zerstört. Deshalb habe ich da extra aufgepasst, weil ich das halt vermeiden wollte. Genau, aber sonst ging es, hier wurde es jetzt wieder ein bisschen steiler, also der Hang allgemein, da hat man dann natürlich auch einen gewissen Respekt davor, wenn es rechts dementsprechend runter geht, da möchte man natürlich auf keinen Fall runterfallen und gerade hier jetzt zum Beispiel, da hat man keinen Bock runterzufallen und deshalb hat man da dann auch allgemein ein bisschen vorsichtiger, weil es da einfach auch ultra eng war und wenn man da halt mal so ein bisschen von der Hauptlinie runterkommt, hat man halt auch wenig Möglichkeiten, das irgendwie auszugleichen und deshalb ja, ist es da relativ sketchy zu fahren. Aber hat dann doch irgendwie ganz gut hingehauen. War ganz cool eigentlich. Genau. Dann ging es wieder ein bisschen bergauf. Also das hatte man immer irgendwie, dass man mal reintreten musste, dass es bergauf ging. Es gab eigentlich, bis auf die Stage 8 vielleicht oder so, gab es viele Stages, wo man echt mal reintreten musste oder so. Aber ja. So weit ist es nicht mehr, da kommt jetzt noch eine offene Kurve, da habe ich mich wieder für die Outside Line entschieden, aber das war jetzt wesentlich besser gefahren als am Vortag. Hier sind wir auch wieder auf die Stage 2 gekommen vom Vortag, deshalb sage ich das, da ist die Stage 2 vorher rausgekommen und das Ende ist das gleiche. Seht ihr jetzt, vielleicht kommt es euch bekannt vor vom letzten Video, da bin ich das auch schon mal gefahren, aber da war es wesentlich besser als am Vortag. Habe ich wesentlich besser hingekriegt und dann nochmal Zielsprint und dann habe ich Stage 7 auch geschafft. So, und da geht's los, rein in Stage 8. Ich sag's auch schon im Video, Stage 8, die finale Stage für das Wochenende und das war jetzt die Monster Stage. Ihr seht, wir fangen ganz oben am Kronplatz los, an der Bergstation von der Gondel, kleiner Double über die Brücke. Genau, wir sind ganz oben losgefahren zu Stage 6 und 7, die ihr schon gesehen habt, da mussten wir hochtreten. Und zu Stage 8 ging es dann mit dem Lift. Das war eigentlich ganz lässig, aber jetzt kommt eben diese Hammer Stage, die Stage 8. Einmal fast top to bottom am Kronplatz, denn ich weiß nicht, gar nicht, wie der heißt, dieser Steig, ich glaube Herrensteig, ging es einen Großteil davon runter. Genau, deshalb, das wussten wir ja vorher, dass es so lang wird auf dieser Stage und da muss man jetzt halt einfach Kräfte einteilen. Derjenige, der da konstant fährt und die gleiche Geschwindigkeit von oben bis unten durchhält, der wird die Stage gewinnen. Klar, natürlich, wir sind im Rennen, Race-Tempo. Das muss man immer beachten, aber oder bedenken. Aber natürlich zählt auch hier konstant zu bleiben, weil wer da nicht konstant fährt und oben sich schon zu arg ausbaut, der hat unten, wo es dann wirklich technischer geworden ist, hat da einfach keine Kraft mehr. Das ist da ganz arg wichtig. Da vorne steht ein Fotograf, der hat ein Hammerbild von mir gemacht in der Kurve mit einem richtig geilen Ausblick. Das ist Thumbnail gewesen vom letzten Video. Genau, und
das komplette Bild ohne Schriftzug oder so. Seht ihr auch bei Instagram bei mir unter jonas.heidel. Auf Instagram könnt ihr mal auschecken, wenn ihr Bock habt. Da sind auch noch mehr Bilder vom Kronplatz. Und ich werde jetzt nach dem Release von dem Video noch eins posten. Ja, die haben richtig coole Bilder von mir gemacht. Wenn ihr da mitfahrt, kriegt ihr die Bilder gratis. Also auf den Websites werden immer so eine Galerie im Prinzip veröffentlicht von den besten Bildern. Die werden da reingestellt vom Veranstalter. Und wenn ihr Glück habt, sind da halt mehr oder auch weniger Bilder von euch drin. Genau, da kann man immer mal ein bisschen drauf achten beim Fahren, wo die Fotografen standen. Dann kann man sich da die Locations einfach besser anschauen nachher, wenn man nach den Bildern schaut. Hier Two-Wheel Drift, da habe ich richtig verkackt die Kurve. Da seht ihr, da habe ich wieder reingetreten, um wieder auf Speed zu kommen. Ja, genau, zu den Fotos. Wie gesagt, sind viele auf den Websites, später mal mehr, mal weniger, je nachdem, was die Fotografen auch rauskriegen. Was ihr noch machen könnt, wenn jetzt gar kein Bild oder ihr noch mehr Bilder wollt, oder gar kein Bild eben auf der Website öffentlich ist, dann könnt ihr auch die Fotografen direkt mal anschreiben. Die sind oft verlinkt irgendwo oder die findet ihr oftmals raus oder die haben Wasserzeichen in ihren Bildern oder so. Die kann man mal ganz, ganz lieb und freundlich anschreiben. Vielleicht haben die noch ein paar Bilder für euch, beziehungsweise schauen noch mal durch. Genau, aber da auf jeden Fall höflich sein. Die machen die Bilder für euch gratis. Ihr müsst dafür im Prinzip nichts bezahlen. Das ist ein reiner Service vom Veranstalter, dass da ein paar Bilder hochgeladen werden. Aber ja, da einfach freundlich sein und auch Verständnis haben, wenn vielleicht ja kein Bild von euch da ist. Aber wie gesagt, wenn Bilder da sind, ich habe jetzt glaube vom Kronplatz sogar 5 gehabt oder 6, dann ist es natürlich mega cool. Hier steht einer rechts am Rand und flickt. Der hat einen Platten gehabt, ist halt mies, aber wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten von den 15 Minuten Stage erreicht und ich glaube 10 Minuten will keiner auf seiner Felge da runterfahren. Und bei Leuten, wo es nicht so aufs Ergebnis im Prinzip ankommt, ja, die da zum Spaß mitfahren, die wollen natürlich auch nicht ihr Rad zerstören und denen ist dann die Platzierung egal im Prinzip. Die fahren dann so weiter. Andere Leute, die gewinnen wollen, die fahren dann natürlich weiter, ja, auch auf der Felge. Das muss jedem klar sein, die haben ihre Sponsoren, die können das Material ersetzen, aber Hobbyfahrern, ja, ist es einfach nicht möglich, da weiterzufahren. Ja, ist das Risiko auch ein bisschen hoch. Ja, ihr seht hier oben in der Stage ist relativ flowig, relativ viel Bikeparkstrecke, relativ viele Anlieger, weniger jetzt so das Geschepper. Oben habe ich einmal ein bisschen die Bremse offen gelassen in dem Stein, in so einem, ja, was heißt Steinfeld, aber da war es ein bisschen steiniger und ja, da habe ich gedacht, ich nutze mal ein bisschen die Vorteile von meiner Fox 38. Mal ein bisschen aus. Genau. Ja, hier war gestern am Samstag, am ersten Tag, der Start von Stage 4. Ich sag's auch gerade im Video. Genau, da ging es geradeaus weiter, am Vortag ging es hier rechts und jetzt mal kurz line-technisch, hier wird es jetzt ein bisschen offener, kommt ein Steinfeld, da kann man entweder rechts fahren oder ich halte mich hier ganz links oben und kann hier relativ geil straight durchfahren, haben wir am Tag vorher angeschaut, richtig fett, die Line war echt geil und habe ich auch gut hingekriegt, trotz dass wir da schon ein ganzes Stück Stage gefahren sind mittlerweile, ja. Genau, jetzt geht es hier noch ein Stück weit weiter und dann seht ihr gleich wieder den Einstieg von Stage 4 vom Tag vorher. Den seht ihr dann, sind wir am Vortag schon mal gefahren. Und zwar hier, da kommt die Stage 4 von rechts, wir kommen jetzt von links rein. Da seht ihr rechts unten die Stage 4 vom Vortag. Und die kam da rein, genau an der Stelle, und wir kamen jetzt von oben. Und der Teil ist jetzt wieder zur Stage 4 doppelt vom Tag vorher. Das dauert aber gar nicht lang, dann trennen die sich auch wieder. Das ist Steinfeld,
sind wir am Tag vorher schon mal gefahren. Das kennt ihr vielleicht. Und gleich habe ich einen ziemlich sketchy Moment. Da unten, da hat es mir irgendwie das Vorderrad verschlagen. Man ist hier auch einfach nicht mehr top konzentriert nach so einer langen Stage. Genau hier jetzt. Ja, da habt ihr gesehen, da hat das Vorderrad ganz schön gewackelt. Da hatte ich einmal ein bisschen einen Adrenalinkick und dann ging es hier raus auf die Wiese. Die kennt ihr vom Vortag, vom Samstag aus Stage 4. Ja, und das ist jetzt einfach hart. Wenn man so lang Stage gefahren ist, ist das einfach asozial hier, ja, da treten zu müssen. Das gibt dir einfach den Rest, da bist du jetzt schon am Ende deiner Kräfte eigentlich, aber jetzt muss man halt durchziehen, ja. Jetzt gibt es kein Erbarmen hier, man muss einfach durch und konstant versuchen weiterzufahren und konzentriert zu bleiben. Das ist ultra anstrengend, aber muss sein, ja. Hier ging Stage 4 nach rechts und wir fahren jetzt bei Stage 8 hier geradeaus. Und ich sag schon im Video, jetzt wird es technisch. Genau, ihr seht, es wird wieder eng, so wie an den ganzen anderen Stages auch. In Stage 6 war es auch ähnlich, sage ich jetzt mal, über Wurzeln relativ eng. Hab ich mal ausgeklickt und den Fuß raus über die Wurzeln, weil wenn man da wegrutscht und keinen Fuß draußen hat, dann liegt man. Und das wollte ich um alles in der Welt eben vermeiden, irgendwie runterzufliegen. Da hatte ich keinen Bock drauf, dass das passiert. Genau. Ihr seht, hier geht es relativ technisch runter. Aber gleich kommen auch noch engere Kurven. Also da wird es noch ein bisschen technischer. Genau. Ja, was ich vielleicht schon mal sagen kann, da sage ich schon im Video, ich kann nicht mehr. Was ich vielleicht schon mal sagen kann, ich warte noch kurz, hier wird es jetzt interessant, da ging es einmal runter, dann kam eine geile Kurve, die hat Spaß gemacht. Oder ein allgemein geiles Stück, weil das, finde ich, durch mega geile Vegetation gegangen ist, da durch den Wald, wo überall gefällte Bäume lagen, hat richtig cool ausgesehen, so entwurzelte Bäume. Und da ging der Trail einfach durch, das war richtig cool, richtiges, ja, was Kanada-Feeling so. Da die Inside schön nehmen, dann kommt man da schön straight rein. Technische Absätze hier, relativ steil. Genau, und hier wird es jetzt wieder noch ein paar Stellen, wird es ein bisschen chilliger. Genau, hier bin ich schön hoch rausgesprungen, damit man hier dann sauber reinkommt und dass die Kurve nicht so eng wird. Yes. Da kann ich nicht mehr. Geil. Ja. Das hilft manchmal dann auch mal ein bisschen einfach rauszulasten, wie es einem geht. Leidet mit mir bitte. Ja, leidet mit mir bitte, sag ich da. So, jetzt seht ihr, hier kommt Stage 4 vom Tag vorher, da unten gleich von rechts. Und hier sind wir wieder auf dem gleichen Track wie gestern. Die Kurve könnt ihr euch bekannt vorkommen, die sind wir in Stage 4 gestern schon mal gefahren, beziehungsweise das ganze Ende. Ja, wir haben jetzt ungefähr so 10 Minuten Stage hinter uns. Wir sind, also die gesamte Stage ist 14 Minuten lang. Und hier kommt jetzt die Besonderheit von der Stage 8. Und zwar gab es da ein Timeout. Das bedeutet, dass die Zeit für eine Minute angehalten wird. Da geht es nämlich gleich auf einen Schotterweg raus und die wollten den Schotterweg nicht als Zeitmessung nehmen. Ihr seht nachher, dass genau hier seht ihr jetzt die Schilder Timeout. Genau. Oh. Erstmal die Luft raus hier, Hände ausschütteln. Alter. Die zwei Jungs haben angefeuert, das war cool. So, und jetzt hat man genau eine Minute Zeit, hier den Weg runter zu chillen. Und dann kam der nächste Einstieg und da wollten sie eben keine Zeit messen auf dem Schotterweg, weil das zu gefährlich gewesen wäre. Ihr seht auch gleich warum. Ich schneide das gleich ein bisschen ab. Da habe ich noch ein bisschen was getrunken, das ging. Anhalten durfte man nicht. Und ihr seht, hier komme ich den Schotterweg runter und jetzt geht es da relativ steil rein. Hier war der Restart, also ab jetzt zählt die Zeit wieder und da konnten sie die Leute einfach nicht ungebremst reinfahren lassen. Das wäre viel zu gefährlich gewesen, wenn die da Highspeed den Schotterweg runterfahren mit der Konzentration, die nach 10 Minuten Stage natürlich am Arsch ist. Ja. Da wäre viel zu viel passiert. Da war jemand gestanden, der hat gefilmt, hat mich gefreut.
Ja, und dann geht's eben hier nochmal rein. Wir hatten jetzt eine Minute Pause. Ihr seht, ich bin auch ein bisschen frischer auf dem Rad wieder. Die eine Minute den Weg runterrollen, die man auch wirklich gebraucht hat, um da runter zu rollen, die hat schon gebracht. Also das war schon ganz gute Erholung. Und jetzt geht's nochmal 4 Minuten auf die Stage und dann ins Finale oder erstmal ins finale Ziel von der Stage und dann sind wir noch runtergerollt bis ins richtige Ziel, aber nach den 4 Minuten vom Rest von dieser Stage haben wir, denke ich, oder haben wir es geschafft im Prinzip an Zeitwertung auf dem Trail. Genau, ich lasse euch jetzt mal ein bisschen schauen, da kommen noch ein paar Kurven, das war eigentlich ganz cool und schalte mich dann erst wieder an einer Stelle ein, die relativ sketchy war, aber bin ich einfach mal ein bisschen noch still, dass ihr was sehen könnt. Ja Leute, hier schalte ich mich wieder ein, da kommt jetzt gleich die sketchy Stelle, und zwar, war das schon da? Ich glaube das war da, da sind schon relativ viele Leute links den Hang runter geflogen, da hat man schon Spuren gesehen, wie Leute da abgerutscht sind, genau, also relativ sketchy, ah ne, es war hier, schaut, da geht's runter, da sind Leute runtergeflogen. Ja, ich hoffe, da ist niemand was passiert. Aber das war relativ sketchy da an der Stelle. Genau, jetzt habe ich es auch gleich geschafft. Die letzte Gerade, da unten kommen ein paar richtig geile Kurven durch, die konnte man richtig durchsurfen. Das hat nochmal richtig Spaß gemacht. Natürlich nach 14 Minuten Stage nicht mehr so, aber trotzdem Spaß gemacht. Hier die Kurven, die waren richtig cool, da konnte man richtig reinlassen. 50 Meter seht ihr bis zum finalen Ziel. Und ja, ich würde sagen, das war's von der Alpine Enduro Series vom Kronplatz. Ich hoffe, euch hat's gefallen, wie immer. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.